Namaste und guten Morgen. Heute ist Samstag. Samstag, der 10.4. und wir haben 10 Portaltage hinter uns geschafft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war immer wieder in einem inneren Rückzug. Es passiert so viel im Innen, so viel und dann auch im Außen, dass auch ich gar nicht hinterherkomme. Es gibt ja keine Raum und Zeit mehr. Das heißt, die Zeit wird immer schneller. Sie löst sich irgendwo immer mehr auf. Es gibt Tage, da hast du das Gefühl, du hast 24 Stunden zur Verfügung. Und dann gibt es Tage, da hast du das Gefühl, du hast nur 8 Stunden zur Verfügung. So schnell erhöht sich jetzt die Energie auf der Erde. Mit jedem Tag kann man sich vorstellen, erhöht sich die Energie um ein Vielfaches. Und umso stärker die Energie wird auf der Erde, immer höher, wirklich, immer lichtvoller, umso intensiver sind die Klärungsprozesse in uns und auch im Außen. Die Erde ist mittlerweile in der 5. Dimension angekommen. Die Erde geht ihren Weg jetzt sehr steil nach oben und sie steigt weiter auf. Und dort in der 5. Dimension, wo wir auch als Menschheit hingehen, wo wir uns hinbewegen, wenn du es erlaubst, wenn du dafür bereit bist. Dort sind die Lichtströmungen so stark, ich kann euch einfach erklären, wie das ist. Also wenn ich meditiere, habe ich um mich herum, ich rufe natürlich meine geistige Führung zu mir, einen riesigen Lichtball, ein Lichtball an Führung, an Schutz, an Information und vor allem an Klärung und Heilung. Noch nie zuvor gab es diese Möglichkeit, so hohe Heilfrequenzen und Schwingungen aufzunehmen aus den höchsten Lichtwelten. Noch nie zuvor gab es die Möglichkeit, den eigenen Lichtkörper, den eigenen Energiekörper so stark zu aktivieren. Ich habe das mit einer Freundin vor über 20 Jahren in Norwegen gelernt, die eigene Merkaba zu aktivieren, den eigenen Lichtkörper. Jetzt ist das so, dass du für deine eigene Heilung, für deine eigene Klärung, für deine eigene Selbstliebe und vor allem, um das Licht weiter in dir zu erhöhen, das bedeutet, deine Schwingung zu erhöhen, deine Frequenz zu erhöhen. Jetzt ist die Energie auf der Erde da, die wirklich Jesus Christus, Jeschua ben Josef, für uns geöffnet hat, für uns dieses Tor geöffnet hat. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, sich anzuschließen an diese hohe Lichtfrequenz und eigene Heilung für sich zu erlauben. Und ich weiß, dass gerade ganz viele krank sind. Also ich habe irre Träume. Selbst in mir lösen sich immer noch wieder alte Persönlichkeitsaspekte. Immer wieder, immer wieder. Und es geht immer höher, immer höher. Und auch du kannst das. Es gibt eine ganz wichtige Aussage. Halte jetzt deine innere Zentriertheit und deine innere Mitte. Umso stärker das Licht in deinen feinstofflichen Körpern ist, also umso satter deine feinstofflichen Körper ist, sind genau diese Klärung, nämlich dein Emotionalkörper, dein mentaler Körper und dein spiritueller Körper. Umso stärker deine Anbindung an Gott und dein höchstes göttliches Ich Bin ist, umso gesünder wird dein Körper. Und das kann ich nur bestätigen. Das habe ich selber durch. Denn ich war sehr, sehr krank. Sehr krank. Und diese Heilfähigkeiten, also nochmal, umso gesättigter deine feinstofflichen Körper sind, umso gesünder wird dein physischer Körper. Und umso mehr kannst du deine Ängste loslassen. Deswegen ist es jetzt so wichtig in dieser Zeit, dich wirklich gesund zu ernähren. Nutze diese Zeit, die jetzt da ist, auch die Zeit bis Pfingsten. Nutze sie, um für dich gesund, glücklich, heilend zu wirken, auf dich und dein Leben, deine Familie, auf deine Zukunft. Kreiere jetzt
deine Zukunft. Und ich bin also auch dabei, jeden Tag gehe ich so nach innen, um zu schauen, wo will ich jetzt eigentlich hin in diesem neuen Sein, in diesem neuen Leben, das uns jetzt zur Verfügung steht. Und umso mehr ich mich aus dieser Matrix dort draußen, aus dieser 3D-Matrix zurückziehe, immer wieder in mein Inneres selbst, mich immer wieder mit dem göttlichen Licht verbinde, immer wieder dieses durch mich fließen lasse, immer wieder mich darin verankere, umso mehr schließt du dich an und schließen wir uns an die fünfte Dimension. Die Erde geht jetzt weiter ihren Weg. Jetzt ist die Frage, ob die Menschheit diesen Weg mitgeht. Und ich weiß, dass durch diese Reinigungsprozesse, die jetzt geschehen, jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich diesem Aufstiegsprozess anzuschließen. Ja, es werden nochmal sehr tiefe Schichten gereinigt in uns. Es kommen körperliche Symptome auf allen Ebenen, ja. Aber hab keine Angst davor. Hab keine Angst, es ist ein Reinigungsprozess. Habe keine Angst, verbinde dich nicht mit dem Feld der Angst. Und in diesem Feld der Angst ist auch das Corona-Feld. Bist du in diesem Corona-Feld oder bist du nicht in diesem Corona-Feld? Schau, was dich triggert. Schau, was dich immer wieder triggert und löse das für dich heilend auf mit dem göttlichen Licht, mit deinem heilenden Selbst, mit deiner Selbstliebe. Und umso mehr kannst du dich aus diesem Corona-Feld lösen. Umso mehr kreierst du jetzt deine neue Zukunft, dein neues Leben, als göttlicher Mensch, der du bist. Das sagt sich immer so leicht, ja, aber wir sind das. Und wenn du tief daran glaubst, wirst du sehen, dass du dich diesem Feld, diesem Christusfeld, diesem Christus in dir immer mehr anschließen kannst. Und jede Zelle, ich erlebe das bei mir, wie jede Zelle immer noch mehr lichter wird, noch mehr lichter wird, noch feinstofflicher wird, noch klarer wird in der Energie der Liebe. Also, die Botschaft ist jetzt, halte dein Zentrum. Halte deine Mitte und sei ganz bei dir selbst und geh dort auch immer wieder zurück. Ja, damit du diesen Anker, und der Anker ist hier so vom Nabelchakra nach unten, natürlich vom Herz, aber wirklich von oben nach unten über das Nabelchakra, über das Becken, über die zwei unteren Chakren, also über die unteren Chakren in die Erde. Und währenddessen ich jetzt hier so spreche, sind meine Füße mega schwer, Blei, ja, bis zum geht nicht mehr. Und mein Kanal aber so nach oben ist vollkommen geöffnet. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Eine Astrologin hat berechnet, ob das stimmt, kann ich nicht sagen, dass der 10. April eigentlich der Auferstehungstag ist von Jesus Christus. Und interessanterweise habe ich auch wirklich heute Nacht in meiner inneren Führung mit der Bitte immer wieder um Heilung und Klärung und Reinigung unglaubliche Träume gehabt, wo nochmal alte Persönlichkeitsschichten sich von mir gelöst haben. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderbares Auferstehungswochenende, ganz viel Liebe, ganz viel Heilung, ganz viel Reinigung und halte dein Zentrum, bleib bei dir selbst. Namaste, ja? Merci, bye bye. I love you.